Das ist einfach zu wenig Leistung, was ich bringe in der Küche. Eine Stunde Wartezeit auf ein Essen heißt, ich komme nicht wieder. Dann muss ich dir das aberkennen, dass du eine Köchin bist. Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen? Deine Frau kocht dich in Abgrund. Ich sehe es hier in den Zahlen. Was will ich machen? Das ist der Ruin von jedem Restaurant. Also Mike, dein Höben, wo wir hinfahren, das ist eine Stadionsgaststätte, ne? Also ein Vereinsheim. Die haben es übernommen 2009. Er ist gelernter Braumeister, hat es aber an den Nagel gehängt und sie ist aber gelernte Köchin. Also sie hat es wohl gelernt und seit 30 Jahren am Herd. Das Hauptproblem sind wohl die Wartezeiten. Es dauert mindestens eine Stunde. Das ist halt an einem Punkt, wo dann viele einfach sagen, okay, das ist uns zu lange. Marion sagt, sie würde frisch kochen, aber ob das jetzt die Rechtfertigung ist, dass es so lange dauert, wage ich zu bezweifeln. So ein Sportler, der jetzt Sport macht, der will ein gutes Stück Fleisch, einen guten Salat und zwar ziemlich flott essen und dann geht's nach Hause, oder? Marion ist nicht kritikfähig. Sie mag es nicht, wenn man sie belehrt oder zum Diskutieren. Dann haben wir den Edwin ja auch. Er klagt halt, er möchte gerne helfen, er möchte sie in der Küche unterstützen und dann gibt's da eigentlich nur noch Zank. Zwischen ihr und zwischen dem Personal kommt er sich wie ein Kasper vor und kann sich auch gar nicht so richtig durchsetzen. Also es ist nie wirklich einfach, gemeinsam mit dem Partner zu arbeiten. Sie sind verheiratet. Edwin ist aber der Chef und er meidet jede Art von Konflikt. Dafür fährt sich nicht mal eben jemand hin ins Restaurant. Schaut euch das mal an hier. So, Jungs, im Grunde genommen fahren wir jetzt aus Höben wieder raus und immer noch keine Gaststätte zu sehen. Noch kein Sport, Stadion, Restaurant, nichts. Ach, das ist ja weit weg vom Schuss. Das ist ja richtig am Arsch der Welt. Ist ja nur Parkplatz. Ja. Ach du gütiger Gott. Und da hinten ist die Stadion. Da ist Stadion-Gaststätte dahinter. Das ist also, Leute, das ist nichts mehr, ne? Jenseits von Gut und Böse, wo das liegt irgendwie, das ist, da sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Was soll ich jetzt aufgeregt sein, oder? Denke mal. Die Kuh erlaubt das mit Wasser. So langsam geht mir das auf die Eier, ne? So langsam kann ich es nicht mehr sehen hier. Was mit dem Schnittlauch? Wäre schön, wenn er da drauf liegen würde, gell? Mein Appell an ganz Deutschland, lasst bitte den Tellerrand endlich sauber. Verdammt nochmal. Die Schnittlauchdekoration auf dem Teller, denke ich, so für mich, macht mir ein gutes Gefühl. Die Grießnocken mit den Leberspätzle. Das war hier beim... Oh, das sind Grießnocken, das sind Grießberge. Das sind Sommerstein. Dankeschön. Also die Grießknödelsuppe, das war eine Wimbledon-Edition. Die Kugeln waren so groß wie Tennisbälle. Und da ist man nach einer Suppe satt für 3,50 Euro. Ich wollte dann irgendwie keinen Hunger mehr. Die schauen mal selbstgemacht aus, ja, ne, eure Grießnocken. Meine Grießnocken, die sind dann echt gut zubereitet. So ein feines altes Rezept. Leberspätzle, also komm mal, die sind aber auch nicht aus der Tüte, ne? Selber gemacht. Mikey, was sagt dein Wurstsalat? Was spricht dein Wurstsalat? Ich spreche gar nicht mehr, weil er so lecker ist. Mhm. Er schmeckt einfach richtig lecker. Super saubere, frische Zwiebeln, schöne Marinade, nicht zu sauer, gute Würze, schmeckt einfach lecker. Deftig. Ja. Gut. Ja, lecker, also, oder was? Lecker, ja? Nicht lecker. Ja, okay. Ja, deftig lecker. Den hätte man jetzt auch wirklich verhunzen können, ihn ganz trocken machen können. Die Äpfel da drin haben die Fruchtigkeit gegeben, das Sauerkraut war lecker abgeschmeckt. Also Vorspeisenrunde war für mich völlig in Ordnung. Die Qualität für so ein Haus hätte ich nicht erwartet. Wir sind wie drei Leute, Platz 64 Gäste und dann ist schon wieder Land unter. Ja. Ich war auch schon mal satt nach den Vorspeisen, jetzt habe ich wieder Hunger. Deswegen sind die ein bisschen üppiger. Gut, Sie sind eigentlich zu dritt in der Küche, das heißt, sollte kein Problem sein. Ne? Also was Kochen ist ja eine Seite, Kochen können ja viele, aber die Abläufe zu haben, das geht ja auch. Das hat sie, glaube ich, nicht raus. Eine Stunde Wartezeit auf ein Essen heißt, ich komme nicht wieder. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, tut mir leid. Die Zeit ist um, ich muss gehen. Und dann haben sie Ware verschenkt, haben kein Geld verdient und haben unzufriedenen Gast nach Hause geschickt. Maria, wie schaut's denn aus da? Ja, ich habe gerade nachgeschaut, wir sind noch nicht ganz so weit. Jetzt sind wir schon langsam bei diesem Thema, was wir auch in dem Bewerbungsvideo halt gesehen haben. Das ist genau, ne? Unser Problem. Also die Leute müssen halt warten. Die warten zu lange. Schnitzel mit Krokette? Mit Krokette. Mit Krokette? Das ist ja, mit Krokette. Cordon Bleu war bei mir, glaube ich, oder? Ja, das habe ich genau, ja. Sind das selbstgemachte Krokette? Nein, nee, das war ein Versehen von mir vorher, die Krokette. Okay. Sie nicht selber gemacht. Na gut. Von der Anrichterweise ist so ein bisschen aus den Ende 80er, Anfang 90er so ein bisschen, ne? Ja. Mit dem Grün am Tellerrand. Das sind ja Portionen, das sind ja Maurerportionen. Ja. Ja. Hier muss man einfach mal jeden Vegetarier mit Platz. So ein Vegetarier, der achtet ja doch ein bisschen auch auf seine Ernährung. Und so eine Sahnebombe, also das kickt den, glaube ich, in eine andere Galaxie. Solche Bollermänner da an Semmelknödel, ne, das war Köpfchengröße D, würde ich sagen. Also herzlichen Glückwunsch, wenn du die geschafft hast, da wächst was an den Hüften. Ja. Es sind frische Pilze, es ist eine frische Sahne. Also mein Kartoffel passt auch, weißt du, es ist gute Schinken, es ist gute Käse, es ist gutes Fleisch, es ist gut paniert, saftig ausgebacken, was will ich mehr. Ne? Aber eins muss ich schon sagen, es sind erst 4 Gerichte da, gell? Und die Zeit ist schon lange drüber. Das ist einfach zu wenig Leistung, was sie bringt in der Küche. Also sie ist vielleicht mehr eine Hausfrau und doch keine Köchin, weißt du? Aber so eine Köchin muss im Griff haben, irgendwie gleichzeitig 10 Hauptgänge zu schicken, sonst kann ich sie nicht als Köchin wahrnehmen.
Tafelspitz. Tafelspitz. Also, was auffällt, ist, dass die Portionen wirklich groß sind. Ne? Ich hatte die Frage auch, kann man mit solchen Portionen Geld verdienen? Das ist die nächste Frage von mir. Ja. Also fachlich, wenn ich mal fragen darf. Weil da liegt mit Sicherheit irgendwie Rohware, sind es 500 Gramm Kalbstafelspitz, oder? Das war halt so ein Killer-Paket. Also was da auf dem Teller lag, ist jetzt einfach, wenn das Auge mit ist, dann muss es einfach das Auge eines Fernfahrers sein, der mächtig Hunger hat. Das ist ein anständiger Tafelspitz, ne? Ah, ja. Oder? Der sieht sehr fliegen aus. Was hier jetzt mal gleich auffällt, die Bratkartoffeln, die probiere ich jetzt gleich als erstes. Schauen lecker aus. Die schauen super aus. Ich glaube, da klaue ich hier eine, weil die schauen sehr gut aus. Ich habe meinen eigenen. Super. Das ist ein Heilwut. Also da ist halt hier auf der Schwäbischen Alb, ist der Fisch nicht zu Hause, ne? Der Fisch nicht zu Hause, vor allem nicht der Gebirgsbach Heilwut. Der ist, glaube ich, nicht so beliebt. Das ist ein TK-Produkt, das war klar. Aber muss das auf der Karte sein für 16,80? Muss eben nicht. Dieser Fisch hat hier in der Region nichts verloren. Und wenn er hier auftaucht, dann müsste man liebevoller zubereiten mit mehr Kompetenz. Da waren Mängel, ganz klar. Das ist, glaube ich, auch richtig gut gelungen, das Gericht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das sind die Dosenfrüchte. Und das Fleisch ist total knüppelhart. Ja. Ne? Salz fehlt, finde ich, in der Soße. Das passt jetzt hier auch so gar nicht hier, ne? Nee. Oder? Nee, finde ich auch nicht. So eine komische Dosencurry, Dosenware mit Früchten und da Curry drauf, ein bisschen Sahne. Also das war ein Verhau, das war nicht gut. Die Hauptgänge kamen peu à peu, mal da wieder was, da wieder was, da wieder was. Der letzte Hauptgang kam dann, als der erste schon normalerweise aufgegessen hätte. Dann ist man stocksauer und normalerweise sollte man es verweigern und sagen, nimm deinen Scheiß zurück, weil das ist einfach ärgerlich. Dann kann es auch schmecken, spielt keine Rolle. Also das Pesto mag sie, wenn sie es selber gemacht hat, dann hat sie es auf alle Fälle nicht genug abgeschmeckt und das ist sehr grau geworden. Mhm. Es ist schon ein bisschen älter, also dieser Parmesan auf dem Rand. Also das ist ein trockener Kram. Das Einzige, was an Italien erinnert hat, war der Pastateller. Also, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, halt dich aus Indien raus, halt dich aus Italien raus, ja. Bleib in Schwaben. Alle Geschmäcker sind verschieden und Ihnen hat es jetzt echt geschmeckt. Dann hast du euch Aussagen gemacht, die ist gut waren. Muss ja 60% hat echt gepasst. Ja? Aber wenn ich sage, als Köchin, musst du sagen, hast du einige Messlatten, die du noch nicht hast. Das heißt, die ganzen Abläufe. Weißt du, da kam die Teller so zeitversetzt, dass ich sagen muss, da muss ich dir das aberkennen, dass du eine Köchin bist. Ich komme jetzt nicht aufhängen, das sage. An was lag's mit der Wartezeit beim Hauptgang? Am Herd. Am Herd. Am Herd. Hallo? 9 Flammen hat sie. Da schicke ich irgendwie 30 Leute gleichzeitig raus. Wenn ein Koch irgendwie nicht damit klarkommt, ist der Herd nicht schuld. Ist auch kein Messer schuld, wenn sich der Koch verletzt. Also da muss man sich an die eigene Nase fassen. Ja, das meinen jetzt die. Also ich habe schon gedacht, dass das Herd mit unserem Herd war schon irgendwo überfordert. So, wenn der Herd schuld ist, wer schreibt dann die Karte bei dir? Bei euch? Eigentlich haben wir die Karte ja schon selber gemacht und die haben wir auch alle zusammen ausgearbeitet. In dem Moment, so wie heute das ist, dann bringen wir das her auf unseren Herd. Da musst du doch aber deine Gerichte, dein Essen auf der Karte dem Herd anpassen. Du kannst nicht immer die Gerichte, die du hast, dem Herd aufzwingen. Du musst aber schon wissen, was ist hier machbar, ja? In was für Zeit ist es machbar, in was für eine Qualität ist es machbar und ist es für mich machbar. Sie kann vielleicht gut was runterschreiben und kann sich aber vom Ablauf her das nicht wirklich vorstellen. Also sie geht kein Gericht insofern so durch, dass sie sagt, okay, ich brauche jetzt 2 Pfannen, einen kleinen Topf, um die Soße heiß zu machen. Also so müsste man es eigentlich angehen. 1,5 Stunden hat es gedauert, bis der Hauptgang kommt. Von deinen Kellnern wissen wir auch, dass das schon thematisiert wurde. Warum hast du da nicht mal drüber nachgedacht, vielleicht die Karte doch zu verkleinern, zu verändern? Ja, eigentlich muss ich sagen, so im Großen und Ganzen, ich hatte das bis jetzt eigentlich auch gut geklappt. Heute war das irgendwie ein bisschen chaotisch. Das ist kein Problem von heute. Also das haben deine Mitarbeiter, dein Service von draußen, die sagen, es dauert oft so lange, ganz, ganz oft. Ja, ich weiß jetzt auch, das haben wir jetzt eigentlich so in dem Empfinden. Ja, heute war so ein bisschen, aber sonst ist doch eigentlich alles gut. Und nein, es ist nicht gut. Das Schlimmste ist, wenn Leute ihre Fehler selber nicht einsehen. Also wenn man dann uns gegenüber noch so tut, als wenn man das erste Mal hört, dass die Leute lange warten. Also das hätte sie sich jetzt einfach sparen können. Marion, die Küchenkönigin, steht in der Küche und möchte auch gerne alles selber machen und verteilt so gnädigerweise so ein paar handlange Aufgaben an ihre Untertanen. Das kann so nicht funktionieren. Nicht in einer Gaststätte, das kann im Haushalt funktionieren. Klar, da klappt es ja auch. Aber nicht irgendwie, wenn 20 Gäste da sitzen. Da muss man delegieren können. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen oder was soll ich machen? Was mich jetzt am meisten beruhigt, ist, dass also wirklich noch ein Umsatz da ist. Mhm. Also es hört sich ja für mich an, dass hier wirklich noch was zu retten ist. Wie war es denn jetzt in der Küche? Gibt es da noch irgendwas? Wenn sie dann im à la carte 5, 6, 7 Gerichte hat, dann
Das kriegt sie nicht. Ist ja nicht koordiniert. Nee. Sie hat sich übernommen einfach mit der Größe der Karte. Hm. Weil sie kochen kann sie ja an sich. Ne? Sie darf sich nur nicht überfordern. Das Kochen wird ausschauen wie folgt. Wir lassen einfach, wir lassen die Kirche im Dorf. Ja? Wir nehmen die Sachen von ihr. Wir hat ein paar sehr gute Sachen gesagt. Wir interpretieren es ein bisschen neu, machen es ein bisschen moderner, ein bisschen leichter, ein bisschen effizienter. Hm. Ja? Mehr Sättigungsbeilagen, weniger Fleisch. Das hat ein bisschen mehr Geld verdient. Wir kalkulieren nochmal neu. Warum denn in die Pfanne schweifen, wenn das Gute liegt zu nah? Genau. Oder? Wir nehmen Dinge von hier und setzen sie neu. Finde ich gut. Anders. Ja. Hervorragend. Also die Rinderbrühe hat uns alle beeindruckt. Die kommt auf die Karte. Wir haben den Rostballen gesagt, wir haben gesagt, wenn wir machen unseren Salat mit ein bisschen gebackenem Huhn. Genau. Hm. Das ist, glaube ich, ganz okay, das kann man gut kalkulieren. Thema Cordon Bleu, wir mögen es ja auch. Und das war ja auch super lecker, dein Cordon Bleu. Das lassen wir. Lass die Kirche im Dorf. Ja. Als Dessert die Schattenrollen mit Vanilleeis. Dass die Kochprofis meine Gerichte eigentlich schon richtig gut gefunden haben, da muss ich sagen, das hat mich dann schon richtig beeindruckt. Wir wollen, dass du in der Küche mit dem zurechtkommst. Es ist morgen unser Service, es wird eine Lehrstunde sein. Genau. Wir werden dir zeigen, wie man alleine gut über die Runden kommt in der Küche. Ja, es okay. Neustart. Ciao. Also, ciao. Ich glaube schon, dass es ab heute eine Neustart wird, gemeinsam mit meiner Frau. Ich glaube, dass die Bereitschaft und der Wille da ist und dass es jetzt wirklich auch auf Marion ankommt, wie stark sie auch in der Zukunft noch sich dahinter klemmt, das auch wirklich durchzusetzen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Also wir hatten gestern noch irgendwie das Glück, mit dem Vorstand zu reden. Und die waren nicht wirklich abgeneigt, einfach was das Thema Januar, Februar, März angeht. Eventuell wirklich Mietminderung. Ich habe nicht gerechnet, dass die sowas auch machen. Ich finde es einfach, ich finde es super. Sie sind mir ja sehr zufrieden, nur mit den Wartezeiten nicht. Ja. Und die werden wir heute ändern, die Wartezeiten, ja? Marion, dass du jetzt auch ein bisschen weißt, was heute Abend passiert. Die Kochprofis sind nicht hier, um dir das à la carte Geschäft zu schupfen. Wir werden heute Abend, natürlich stehen wir da ein, zwei Tische lang, aber wir werden echt unterstützend da sein. Du schupfst heute dein Geschäft. Wir brauchen aber auch noch ein paar mehr Gäste, ein paar mehr Leute müssen von eurem Restaurant erfahren. Deswegen werden wir zusammen noch auf den Markt fahren. Wie? Ja. Wir fahren zusammen auf den Markt, wir werden noch kleine Häppchen machen. Und dann gehen wir los. Ne? Raus. Martin, wir machen einfach Portionen, die sind in der Größe, die sind bei 200 Gramm. Jetzt nicht mehr bei 250 Gramm, ja, sondern 200 Gramm. Okay? Hier, schau. Wunderbar. Dann plattieren wir den schon mal her. Da wird er plattiert. Da ist auch schneller zu braten. Das ist mal ein Stück Fleisch auf dem Teller. Da hast du hier das Fleisch, dann hast du zwei Zwiebeln drauf, da hast du hier die Spätzle drauf, Soße. Und wenn das nicht gut reicht, ist. Ja, was denn dann? Ziel war heute, dass wir einfach die Teller neu bestücken. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Fleisch raus und machen ein bisschen Gemüse mehr, ein bisschen mehr Sättigungsbeilage, spielen ein bisschen so rum auf dem Teller und kaschieren das, dass einfach 50 Gramm Fleisch weniger drauf ist. Das fällt keinem auf. Der Sättigungsgrad bleibt der gleiche, aber die Effizienz ist höher. Also ich denke schon, dass ich mit den Tipps einfach im wahren Einsatz spare. Spielzeug. Das hat nichts mit Gastronomie zu tun, das Ding hier, ne? Ja. Naja. Dann gib mir mal einen Löffel. Weil ich treffe das Ding hier nicht. Gibst du mir den Löffel hier rüber? Hörst du, was ich sage? Du musst auch hören, wenn dein Mann was sagt. Ist ja furchtbar. Ja, nichts anbrennen lassen, ne? So, müsst ihr versprechen, die Tage mal vorbeikommen und einfach mal lecker schwäbisch essen. Ja, ist okay. Aber ich glaube, du musst noch ein bisschen mehr erzählen, wenn du den Leuten was gibst. Dann nehmen sie es und sagen, ja, danke. Die müssen ja das auch zuordnen können. Die müssen das ja mit dir und mit der Gaststätte in Verbindung bringen. Gastronomie ist was Persönliches, ganz besonders auf dem Land. Und somit ist es auch viel persönlicher, wenn man wirklich zu dem Gast hingeht und mit den Leuten redet. Mit den Wartezeiten, was uns so auf dem Markt auch gesagt wurde, war ich schon ein bisschen entsetzt. Das Wartezeitenproblem haben sie ganz sicher unterschätzt. Deswegen sind Leute auch nicht gekommen, ist ganz klar. Liegt auf der Hand. Ich habe Brühe, ein bisschen Apfelsaft und Weißwein eingekocht. Zu gleichen Teilen, ja? Klein geschnittene Lauchbonois. Bio-Sahne von der Alp, versteht sich? Hier, zack, zack. Ein bisschen Senf. So. Jetzt nehmen wir Meerrettich. Ja. Da haben wir frischen Meerrettich noch. So, frischen Meerrettich mit dazu. Schauen wir mal, was wir so für einen Geschmack haben. Die Farbe ist schön, ja? Probier mal. Okay. Mir schmeckt die zu noch Senf. Da ist aber bloß ein Esslöffel drin. Zwei. Nee. Ja, wir können zwei Esslöffel bei 3 Liter Sahne nach Senf schmecken. Da müssen wir den Kirch im Dorf lassen. Also ich bin jetzt doch ein ziemlich guter Koch. Wenn du jetzt sagst, dein Koch, deine Soße wäre besser wie Dina, dann hast du mich jetzt als Feind. Ja, ich mag keinen Senf. Du magst es nicht, aber weißt was du, soll ich dir sagen, ja, du die mir nicht. Sag mal nur jetzt, lass mich mal reden. Und einmal ohne Aber bitte jetzt, okay? Aber das Aber, das ist so mein Lieblingswort. Da kriegst du ja mal einen Vogel. Ne? Kein Wunder, dass der Edwin nichts mehr sagt. Also, ich sag dir mal, wie du deine Meerrettichsoße gemacht hast. Mit mir gestern hier in der Küche. Du hast einen Kübel aufgemacht mit Meerrettich aus dem Becher und hast da Sahne drauf gegeben, Salz und Pfeffer. Das war's. Okay, und das ist mal ein richtiger Ansatz, okay? Ja,
Ich mag keinen Senf. Oh! Also okay. Auf einen guten Service, ja? So, bitteschön. Okay, also pass auf, dreimal Suppe. Zum Hauptgang zweimal Schweinelinie und einmal Tabelspitz. Die Suppe ist so gut wie heiß schon, ja? Dann haben wir schon das Schweinefilet hier, ja? Wir würzen schon mal, ja? Salz und Pfeffer. Und legen das schon mal auf den Grill, dann kannst du schon mal braten, ja? Dann machen wir die Suppe, bis dahin das Schweinefilet angebraten auf beiden Seiten, ja? Tabelspitz ist schon dran, okay? So, das ganze Spiel hat jetzt 2 Minuten gedauert. 3 Minuten maximal, hast du gesehen? Genau. Okay, Teller sind alles da, Suppe ist heiß. Ja, so macht man klar. Das, okay? Magst du was? Was machen wir anders wie du? Das effizient. Du musst dann delegieren, Marion. Du musst dann sagen, okay, Gamache, Lachsforelle vor, die Suppen sind fertig. Das geht parallel. Lachsforelle bitte bringen. Jawohl. Dreimal Suppe, viermal Schweinefilet, alles durch. Salat zum Schweinefilet. Sie gibt gute Kommandos und so langsam würde ich sagen. Kommt sie rein, ne? Also sie muss es halt beibehalten, und zwar ab morgen. Und Suppenteller und vier... Euch heißt eins, oder? Einen Suppenteller und vier normale, ganz normale... Jawohl! Wow, das machst du nicht normal. Was? Hast du gehört? Du machst das andersrum. Du machst erst die Sahne und dann das Grüne. Ja, das habe ich aber vergessen. Du klatscht ja das ganze, Grüne wieder runter. Das ist ein Tisch jetzt. Die Schweinefilet raus. 4 Teller raus. Schweinefilet vorne von dir. Hast du die da? Ja, steht da. Steht da oben rechts. Genau. Und das muss jetzt ratzi-fatzi gehen, gell? Ja? Edwin. Eine, zwei. Portionsgröße optimal. Ja? Wartezeitung optimal. Hervorragend. Edwin. Sehr schön. Hat wieder einer Mut geschöpft. Marions Plan war, ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Ne? Mit dem langsamsten Service ever. Dann hast du dich so richtig gemausert. Ne? So ein Kokon ist aufgegangen heute. Ne? Sie hat ja für euch tatsächlich alleine gekocht. Du hast das wirklich toll gemacht, würde ich sagen. Fall nicht irgendwie in den Trott wieder rein, ne? Und lass die anderen auch mal eine Chance. Jetzt haben sie auch kapiert, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Ihr seid gecheckt. Vielen herzlichen Dank. Hat so viel Spaß gemacht. Ich sehe wieder, wie sagen wir, Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, dass es in Zukunft so funktionieren wird, dass wir vernünftig davon leben können. Ich gehe mit einem ganz positiven Gefühl nach Hause. Wir haben da vielleicht auch 2 ein bisschen näher zusammengeführt, die mehr kommunizieren.